Hallo, liebe Leute. Seit langer Zeit meldet sich der Tommy mal wieder ein wenig mehr ergraut, ja. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Und es ist mehr oder weniger sowas wie ein Abschiedsvideo. Vermutlich, weil ich nicht weiß, wann ich das nächste Video machen werde. Es hat sich einiges ergeben bei uns. Meine Frau hat eine neue Arbeit gefunden. Hat alles geklappt, alles wunderbar. Die ganze Vorbereitung, Angst, Schweiß und Tränen sozusagen und Entbehrung haben sich gelohnt. Sie hat einen guten Job. Ich muss mich jetzt mehr oder weniger Vollzeit um die Kinder kümmern. Ihr wisst, dass mit dem Fahrradladen hier ist das nicht vereinbar so richtig. Da ich ja jeden Tag hier 12 Stunden vor Ort war, das ist nicht mehr gegeben. Ja. Außerdem haben wir uns noch ein kleines Häuschen gekauft. Ja, es hat ja ein oder andere, hat das vielleicht schon mitbekommen. Das ist in der Nähe von Görlitz und da bauen wir auch ein bisschen um und haben zu tun dort und das nächste ist, mein Sohn wollte den Laden ja eigentlich übernehmen. So war es ja sowieso gedacht, ne? Dass man das jetzt ein bisschen mehr zurücktritt, ein bisschen mehr Zeit für die Familie hat und dass mein Sohn das übernimmt. Das ist aber leider, hat nicht funktioniert, weil, naja, es ist wohl doch nicht das Richtige für ihn. Also, vielleicht hat er sich anders vorgestellt. Es ist halt anstrengend, der Job hier, das wissen wir. Das habt ihr alle auch mitbekommen in den letzten Jahren, die ihr mich begleiten durftet. Man ist quasi rund um die Uhr für die Leute da, man ist so ein bisschen Pflegestation auch. Und naja, so oder so, der Laden wird jetzt aufgelöst. Ja, und es geht um Folgendes. Dieses kleine Video handelt nun davon, dass der Laden aufgelöst wird. Ihr dürft quasi alles, was ihr esst, kaufen oder wenigstens ein Angebot machen oder so. Also alles, was ihr hier seht, alles, was uns die letzten Jahre hier begleitet hat, alles das sozusagen. Ja, wenn einer die Wimpelsammlung haben will, ja, bitte ein Angebot machen sozusagen. Ja, wenn einer hier Fotosammlung haben will, ja, das hier unten sind nur Kopien, das sind keine Originale, aber hier oben, das sind Originale zum Beispiel. Ja, wenn da einer Interesse hat, einfach vorbeikommen, Angebot machen, mitnehmen etc. Wenn einer die Berlin-Karte hier oben haben möchte, einfach Bescheid sagen. Auch die Lampe ist zum Verkauf sozusagen. Ja, die Säge, die schöne Säge da oben, sinnloserweise da oben hingebracht. Naja, von bis. Man kann sogar diesen kleinen Tresen kaufen, so als kleines Nostalgiestückchen. Ah, der war mal bei Tommy in den Videos und so. So nach dem Motto. So eine Sache. Der Kalender, ja, ich glaube, der ist schon so gut wie verkauft. Da muss ich nur noch diese Einschiebedinger finden. Wieder, die habe ich irgendwo hingepackt. Wahrscheinlich habe ich sie schon mitgenommen, weil ich ihn eigentlich nicht verkaufen wollte. Aber ein Nachbar will den unbedingt haben. Ja, dann geht es weiter hier im Laden. Ja, ihr wisst ja alle, der Laden, ihr kennt den Laden. Hier gibt es noch ein bisschen Kunst zu kaufen auch. Speichen komplett. Die Schränke, ja, die Metallschränke, die Regale, alles, was in den Regalen ist, das ganze Material. Auch diesen wunderschönen Kronleuchter, ne, der muss nicht verkauft werden. Ist auch nicht schlimm, wenn ich ihn mitnehme und ins Haus mache. Ja. Aber wenn einer haben will, kann auch einer haben. Diese Platte hier voll mit Erinnerungen und naja, schönen Fotos, alle Originalfotos übrig. Ja, hier auf der Platte, die Dinge auf der Platte, naja, etc. Reifen, sonstiges hier, ja, Lager, Kleinteile, Ketten. Ja, Reflektoren, Vorbauten, ja, so ein Kram hier. Jeder Schrank hat irgendwie noch sein Geheimnis. Dann machen wir hier diese VIP-Schnur mal auf. Die könnt ihr auch kaufen. Ja, weiter geht's. Das Einzige, was hier drin bleibt, ist der Ofen. Der bleibt hier drin, damit hier ein Ofen drin ist zum Heizen. Ja, da geht's weiter. Ja, diese Swatch-Uhr hier vorne. Ja, den Wandererkalender hier. Ja, der, einmalig eigentlich. Ich glaube nicht, dass noch viele Pappkalender erhalten geblieben sind. Ja. Das Regal. Das Moped. Ja, ist alt zu haben. Also, jeder, der den Laden kennt, der weiß, da gibt es viel zu holen. Ja. Laufräder ohne Ende. Rahmen ohne Ende. Der sitzt hier nicht. Ja, das ist hier von meinem VW-Bus. Den brauche ich noch. Ja. Außer ihr zahlt mir einen Neupreis dafür, dass ich mir einen anderen holen kann. Das ist mir auch egal, denn wenn ihr den noch unbedingt haben will, weil er keinen kriegt oder so, ist mir auch gleich. Aber ich brauche den, brauche ich noch.
Der Projektor ist zu verkaufen, zum Beispiel als Deko, wunderschön. Der Weinschrank allerdings nur komplett mit allen Flaschen drin. Richtig gute Flaschen, alte Flaschen. Hier so eine super Magnum-Flasche ist ja auch noch. Die Flaschen, die oben drauf sind, auch noch mit dabei. Die Emaille-Schilder, ja, müssen wir mal schauen. Wenn da einer kommt und sagt, ja, er zahlt mir das Geld, dann sind die auch verkauft. Ist alles gut, ja. Grundsätzlich gibt es alles zu verkaufen. Diese wunderschöne 70er-Jahre-Lampe hier. Sogar der Hallenstrahler. Letztlich am Ende, den gibt es zu kaufen. Dieser Leuchttisch dort, ja, der da, das ist ein Leuchttisch von Roter Print. Ja, richtig schönes Ding, höhenverstellbar. Können wir mal anmachen, mal gucken, was er sagt, ob er noch leuchtet. Zack, ja, er leuchtet. Er ist kippbar, man kann ihn also so kippen. Ja, dann kann man drauf zeichnen, durchpausen, Paustisch. Ja, Rahmen, Räder. Neu, alt, Kinderräder. Was gibt's noch? Die Vitrine gibt es hier zu haben, nebst Inhalt sogar. Wenn einer ein Eddie Merckx Trikot haben will, gut, jetzt schreien sie alle, ja, her damit, Beleg haben, Beleg haben, Beleg haben. Ja, aber nur gegen ein schönes Gebot, natürlich. Da ist ja ein Originalet sozusagen, hier. Und Rahmen, Rahmen, Rahmen. Dann haben wir hier noch einen super Ventilator. Also ein, das ist nicht nur ein Ventilator, das ist der Ventilator, ja, der Ventilator. Ist das. Die Vitrinen, ja, da waren Antiquitäten drin, also so Glaszeugs, das habe ich rausgenommen, ja, bei der Tröde. Hier, da ist noch eine Glasvase hinten in der Ecke. Ja, die kommt halt quasi noch weg. Also, oder als will einer kaufen, ist mir auch egal, ich wollte es jetzt nicht so sehr gemischt lassen. Ja, dieses Sportgerät, wenn einer bereit ist, dafür gutes Geld zu bezahlen, ansonsten kommt es auch mit, weil das ist wirklich eine schöne Station, wo man hier arbeiten kann dran. Schau mal da bin ich. Ja, hallo, hallo, hallo. So, ja. Kraftposthaltestelle ist hier zu haben. Auch für dementsprechendes Geld. Ja. Erdalfrosch ist zu haben. Ja, hier diese alte Jungstil-Lampe. Allerdings die dann erst zum Schluss natürlich, wenn wirklich hier einer sagt, der Letzte macht das Licht aus sozusagen, heißt ja immer, also gehen die Dinger auch zuletzt raus. Laufräder ohne Ende, da sind Laufräder bei mit XT, da sind Laufräder bei auch mit Schrott. Ja, Namen, auf alle Fälle. So, die Gewichte bedingt, wisst ihr selber, kann ich immer gut gebrauchen, mag ich. Dann haben wir noch ein paar Bruckzettel, ja gut, die kosten halt, was sie kosten. Ja, also es ist zwar ein Abverkauf, aber kein um jeden Preis rausverkauf. Ne? Nicht vergessen. Ihr könnt aber gerne kommen, ihr könnt jetzt halt auch so einen Schrank kaufen quasi, obwohl der auch schon fast reserviert ist. Da war auch schon einer da. Meinte, was, du willst verkaufen? Dann habe ich da Interesse. Wer als erster kommt, mal zuerst. Wer als erster Geld auf den Tisch legt und sagt, hier will ich haben, Gründerzeitspiegel zu haben, diese alte Adlerwaage hier, wo ich mal angefangen habe, alles zu entlacken, ja, ist auch zu haben. Eine wunderschöne Adlerwaage, also ein schönes Stück. Und funktioniert, zeigt unheimlich viel Gewicht bei mir an. Das kann nicht stimmen, doch, stimmt. Ja, hier auch, kann man wenig sehen, ist wenig Licht hier. Schutzblechabteilung, Holland-Raketenschutzabteilung. Kettenschutz. Ja, also die Schränke voll oder auch leer, könnt ihr sie erwerben. Allerdings dann auch erst, wenn ihr einen Inhalt gekauft hat. Kettenradgarnituren, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht hier. Müsste ich mal Lichter machen hier. Ne? Zack. Ja, kann man jetzt so ein bisschen sehen. Ja, Kettenradgarnituren. Hier sind noch die teuerste Luftpumpe der Welt. Hier noch drin Carbon Fiber MTB Pump. Eine Nudo, made in Italy. Teuerste, leichteste Pumpe der Welt. War's mal. Kettenradgarnituren. Alte Sammler. Ui, so. Nicht zusammenfallen. Noch mehr Kettenradgarnituren. Und ein paar Scheibenbremsen XT. Haben wir auch noch einen Satz da. Neu. Aber nur gegen Geld. Natürlich. Alles hat seinen Preis. Also wenn er sagt, hier, selbst wenn ein Schrotthändler kommt, sagt, ja, die ganzen Metallsachen und so. Klar, am Ende wird das irgendwie funktionieren, allerdings nur, wenn man auch das dementsprechende Geld hinlegt. Ja, den Computer, den gibt es nicht, der ist eh veraltet, aber auf der Festplatte sind noch sensible Daten, wie man so schön sagt. Ne? Also, ihr wisst ja, persönliche Daten, den gibt es nicht zu kaufen. Ja, zumindest wenn, dann ohne Festplatte.
Ja, ein paar Reifen sind hier noch drin und naja, hier ist ein Haufen Zeug. Hier sind noch antike Lampen und Leuchten, also wirklich antike Sachen. Ja, richtig alte Dinger. Reflektoren, Lampen, Leuchten, aber alles antik. Alte Luftpumpen, alte Dynamos. Ist ja mit Tacho hier noch. Ganz viele Sachen. Auch noch. Dämpfer, ja, Dämpfer haben wir auch da. Reichlich Dämpfer, Stützräder, wer sie braucht. Ein Kaminschirm, mein alter Bonsai. Ja, dann geht's ja weiter mit den Rädern auch. Die soll man ja gar nicht vernachlässigen. Hier, das hatte ich zum Schluss, zuletzt, eins der letzten Räder, was ich aufgebaut habe, nagelneu quasi aufgebaut. Ja, alles gemacht, nie die Straße gesehen, nie gefahren. Ist zu verkaufen. Hier meine Neuräder, die ich damals gebaut habe. Naja, habe ich schon gesenkt. Neurad gesenkt auf 900 schon. Das war über 1000 Euro. Hier Neurad. Da mit einer Roloff. Ja. Und so weiter. Das sind schon so ein paar Dinger. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Da oben hängt noch ein Kardanantriebrad, nie gefahren, nie nagelneu, habe ich damals geholt, als Viva das im Programm hatte, ist ausverkauft, findet man nicht mehr, ist nagelneu zu haben. Da kommt meine Tochter! Ja? Hier? Da? Das ist Anouk, die kennt ihr ja auch noch, ne? Ein bisschen größer geworden, noch hübscher geworden, kann man nicht gegen machen. Ja, so sieht's aus hier. Das, wie gesagt, könnt ihr alles haben. Könnt ihr alles haben, könnt ihr alles haben. Ihr könnt dieses Bild kaufen. Ihr könnt ja letztlich auch sogar dieses Waschbecken, was ein befreundeter Künstler von mir gestaltet hat, ja, erwerben. Was denn noch? Ihr könnt alles kaufen. Außer den Kinderwagen? Ja, das ist meiner. Den möchte ich behalten. Naja, gut, naja. Also, wenn ihr den Kinderwagen kaufen wollt, dann müsst ihr Anouk ein richtig gutes Angebot machen dafür. Ja, machen wir es so. Ja, wenn, ihr könnt ihn natürlich kaufen. Das ist ein schönes. Guck mal, deswegen. Da ist so ein bisschen 15 Jahre. Ich weiß nicht, ich habe das Foto davon mit dir, wie du damit hier rumläufst. Das sieht so auch, toll aus. Wir waren damit auch bei André und Kerstin und da haben wir, da hatte ich auch eine Puppe dabei. Oh. Naja, wie gesagt, das ist also bei Anouk zu erfragen, was das kostet. Das ist der Wagen, in dem Anouk damals gesessen hat. Ja, ja, auch der ist zu erwerben. Der kostet allerdings richtig Geld, weil wie gesagt, da war sie drin. Das ist sowieso teuer. Ja, richtig Geld, hat er schon 20 Mal gesagt, richtig Geld. Ja, für richtig Geld ist das hier alle zu haben. Hier möchte ich 350 Euro für haben, na, kein Cent weniger. Ja. Das ist mir gleich, da haben wir jetzt gestern einen Kunden da gehabt, der meinte, ja, ja, 300, 50 mal 300 gesagt. Ich sage aber 50 mal richtig Geld und zwar 350 ist auch kein richtig Geld dafür. Ja, bis später. Siebengangschaltung, kaum gefahren. Das ist ein tolles Rad, ich meine. Was ist das Problem? Gib mir mein Geld, ey Mann, where is my money? Ja. Hier noch ein Emailschild ja, von Spindler. Das ist der übrigens, nachdem Spindlers Feld benannt wurde, sozusagen. Oder es war ja sein Feld, sein Grund und Boden. Und deswegen hieß es Spindlers Feld. Aber heißt es heute Spindlers Feld? So. Ja, hier haben wir noch ein kleines Mifa. Wer Mifa fährt, fährt nie verkehrt. Wenn Mifa überhaupt nicht fährt, sagt man immer oder so. Mit nagelneuen Spike-Reifen, die ich mal aufgezogen habe, weil ich dachte, auch ein Mifa-Klapprad kann man doch mal im Winter fahren. Ja, wurden nie gefahren, hängt seitdem da, ist zu verkaufen. Ich glaube, die Reifen sind teurer als das Rad, aber so ist es halt. Ja, postenweise abzugeben, Gepäckträger. Ja. Ein Bollerwagen, ja, ist auch abzugeben, der ist nicht kaputt. Übrigens alles, wo keine Luft hier drauf ist, ist resultiert daraus, dass es eben schon 10 Jahre hier steht. Ja, also nicht wundern. Da haben wir noch schöne Kunst in der Ecke, die ist... Naja, bei Bedarf, ja, kann man sie erwerben, aber muss nicht, weil ja habe ich den ganzen Nachlass von dem Künstler. Das ist ein ganz guter gewesen. Kindersitze. Ja, im Postenbügel. Holzbügel. Kann man alles kaufen. Hier ein paar
Mofa-Gabeln von Herkules. Eine schöne Kollektion übrigens. Ja. Silber, grün und rot. Voll mit richtig Federweg. Den Olmo Heimtrainer, der ist auch zu erwerben. Viele Sachen sind wirklich günstig auch abzugeben. Also günstiger natürlich als was wir sie mal hier im Angebot hatten. Aber es muss natürlich am Ende ein bisschen was bei rumkommen. Also ich kann es nicht verschenken, die Sachen. Das ist eine Lampe, eine kleine Ampel sozusagen, so wie so ein Flur oder Vorraum. Leuchte aus den wahrscheinlich 30er Jahren, 40er Jahren. Ja, hier so ein paar Auszeichnungen. Boxen, Kellnern und Schwimmen haben wir da. Ja, was gibt's noch? Die Tischlampe hier, die Blumensäule da, die Fahrradständer hier, da und dann steht auch noch einer zum Beispiel dann auch am Ende das Regal, die Lautsprecher hier von Philips, diese kultigen Dinger, da oben der kleine Fahrradfahrer, ja, das ist auch abzugeben. Also wer auch kommen möchte und braucht Bügeleisen, hier so klassische neue zeitlose Bügeleisen, der kann auch gerne vorbeikommen und hier haben das Metallregal, der Helm, hier so ein paar Teile, wie sagt man, Pedale für Kinder, so Fußrasten für Kinder und so weiter. Ja, und dann eben so eine Sachen wie meine schönen Fahrräder, die hier alle so schön stehen. Aufbauten dabei natürlich, klar, als was ich mal aufgebaut habe. Alles günstiger als was jetzt hier auf den Schildern steht, aber eben auch nicht zu verschenken. Aber dieses hier wird definitiv nicht günstiger als das, was hier steht. Das Rad ist von ca. 1910, 1912, ja, definitiv aber vor dem Ersten Weltkrieg. Weil da musste die Firma dann aufhören, kriegsbedingt, und konnte keine Fahrräder mehr herstellen, weil sie kein Material mehr hatten. Also Nelson, Schöneberger Fahrradbau GmbH, ein einmaliges Stück. Das ist ein Stück Zeitgeschichte, hängt hier und wird, normalerweise ist das schon billig, sehr billig, und deswegen das bleibt dabei. Die anderen Räder gibt es dann auch mal natürlich günstiger durchaus. Hier ist noch ein schönes Kölner übrigens, was dann auch nicht wesentlich günstiger wird, aber ein bisschen was können wir noch machen dran. Das Mietzner von 1948, auch schön. Ja, ein altes, wohl französisches Jugendsportrad. Ja, also mit Originalbereifung, so ja noch aus der Zeit. Und da waren hier die Originalbremszüge, die sind hier noch dran. Und ist schon witzig, sowas. Dann haben wir hier ein oh Mensch, was war denn das jetzt? Ach, wie sieht die? Oh, altes Rad, ja. Ja. Dann Diamant-Exportrad. Ach, toll. Baujahr 37, glaube ich. Schönes Stück, schönes Stück. Museumsstück halt, ne, eigentlich. So, das Rad überhaupt, die Marke überhaupt, jetzt auch zur Situation, ja, und alles, Corona. Weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt verkaufe oder ob ich das nur mal angucken dürfte und ich da Fotos von verkaufe, von dem Rad. Toll, einfach toll. Einfach mal so hinnehmen und toll, ne? Kriegsbedingt, also nach dem Weltkrieg, aus den Trümmern gezogen, von den ersten Fahrradläden, die wieder aufgemacht haben. Sogenannte Mobilmachung in Berlin fand da wieder statt. Da wurden halt Räder reanimiert, die eigentlich viel älter waren, wurden dann mit einem zweckmäßigen Lack versehen. Also da wurde einfach schnell überlackiert, ein bisschen liniert, ein bisschen schön gemacht. Und dann wurden die auf die Straße gebracht. Da wurde dann ein Standard-Schild vorne rangebappt, ja. Es war kein Standardrad, es ist ein Corona-Rad. Das sieht man auch nur daran, dass hier der aufgelötete Schriftzug noch drunter ist. Corona, das ist aufgelötet worden damals. Und die Lochung hier vorne, das passende Steuerkopfschild habe ich schon besorgt. Soll eigentlich mal richtig schön restauriert werden. Aber ist halt auch so in dem Zustand ein Stück Zeitgeschichte, weil ja, die brauchten Räder, also haben sie alles genommen, was da war. Ja, dann haben wir hier dieses Monument. Auch ein sehr altes Rad mit den Originalreifen. 1920 oder was? Bergstolzreifen. Also verrückt, verrückt, dass sowas noch existiert. Auch zu verkaufen. Ja, gibt's alle. Dann hier mein GT, ja, mein frisch aufgebautet, wo er da wartet, wo auch noch mit dabei. Dann hier das
Was weiß ich. Ja, ist auch ein Aufbau, ein Neuaufbau. Da, wo Marlies mal die Sattelstütze so verziert hat, sie hat ja mal so Verzierungen gemacht, gerne. Ein Rennrad haben wir hier noch ein Rennrad daneben und gar nicht schlecht übrigens. Was ist denn das für eins hier? Ja, schick. Mein kleiner Mantra muss nicht verkauft werden, kann aber. Ja, hier unten geht es ja weiter. Da bist du ja hier vom Videodreh von Tubbe. Dann haben wir hier noch dieses Rad, was ich mal gebaut habe. Dafür und dieses Rad von Tubbe. Die hatten die beiden Räder bei mir dann geholt für ihren Videodreh und waren sehr glücklich damit. Das ist ein tolles Video geworden, könnt ihr euch anschauen. In Berlin darf man das. Da ist das Video dazu, zu den beiden Rädern. Dieser, der verrückte Aufbau hier, wo ich mein absolut Billigrad mit einer Manitou ausgestattet habe, mit einem Manitou-Dämpfer hinten und dann mit einer Hussefeld-Ausstattung halt so und so ein bisschen auf extrem gemacht habe. Totaler Quatsch. Ein Rearworks-Rahmen, glaube ich, der Rad kostet 80 Euro oder hat er damals 150 Euro oder so. Ja. Mars-Swinger. Auch ein Sammlerstück. Dann hier auch mein Victoria Damensportrad. Ja. Damensportrad, super selten, mit innen verlegten Zügen, die hier in diesem kleinen dünnen Ohr. Wahnsinn. Damensportrad aus der Zeit, sehr selten. Ja, noch ein paar verrückte Aufbauten. BMX, ein Dino, ist auch noch dabei. Weiß ich nicht, wie lange noch. Mal gucken, ob es hier bleibt oder ob es da mitkommt. Dann haben wir hier noch ein Rad, wo ich auch darauf hinweisen muss, das wird nicht billiger, das Titanrad hier für 1800. Ja, ist, eigentlich, es ist bei Colnago gebaut worden für den Trainer der deutschen Frauennationalmannschaft im Radsport. Ja, er hat dort einen Auftrag gegeben aus Titan. Ja, das wird auch nicht billiger. Das wird verkauft für 1,8 oder bleibt. Ansonsten, ja. Schaut euch um, ihr könnt alles kaufen. Ihr könnt auch die Bilder von Marlies hier kaufen, die ich übrigens sehr schön finde. Immer noch nach wie vor, auch nach jetzt, wie lange hängen sie jetzt hier? 12 Jahre, 14 Jahre, weiß nicht. Ja, das auch. Ja, dann war eigentlich schon. Hier ist noch ein Projekt, ja. Mini-Rack, der Opel-Raketenwagen eigentlich, nachgebaut, als Tretauto. Da fehlen nur die Räder, ansonsten ist halt da. Den gibt es noch zu haben, dann ja, dann hier noch ein zerlegtes GT Backwoods, also ein ganz probiert, zerlegt. Die ganzen Teile sind aber hier drin, da unten irgendwo in der Kiste. Ein haufenweise Rahmen, wenn jeder sagt, ja, ich rufe dir alle Rahmen ab, ja bitte, kann er machen. Ein paar Projekte hier noch, eine riesen Müller hängt da oben noch, Delight, nee, wie heißt es, Avenue, riese Müller. Ja, so was. Jaguar Rennrad. Porsche mit Wotek-Gabel. Also Wotek eigentlich. Ist ein Wotek. Ne? Ist ein Porsche-Rad, aber. Ja, und dann haben wir hier noch einen Bauer. Das Urfixi haben wir auch noch. Und mein Müsing, was ohne bedingt zu verkaufen ist. Na? Ja, dann gucken wir doch mal. Dann guckt er wieder der nächste hier an. Schauen wir mal. Ja, bitte! Hallo, ich bin schon wieder. Mensch, kann doch wohl nicht wahr sein! Ich hab ihn nicht gesehen. Ach, Licht am Ende des Tunnels. So, wir mal kurz aus. So, liebe Leute, wo waren wir stehen geblieben? Also, bevor wir da unterbrochen worden sind. Wer also Interesse hat, darf sich gerne ab dem 8. August im Laden einfinden. Es wird sozusagen eins unserer erstmal letzten Treffen sein. Ich bin live. Vor Ort sozusagen, ihr könnt ab dem 8. August vorbeikommen. Ab 10 Uhr bin ich da. Bis, wie habe ich denn das gemacht? Ich habe ja schon bei eBay Kleinanzeigen habe ich eine Annonce drin, übrigens. Und zwar komplett abzugeben, alles was auf den Bildern zu sehen ist. Wie gesagt, sofern noch vorhanden. Ab 8. August, eine Woche lang, von 10 bis 18 Uhr bin ich da. Sollte überhaupt kein Interesse sein. Dann nicht, aber ich denke mal, da wird schon vielleicht der eine oder andere kommen. Also wenn ihr Zeit habt oder so, es sind die letzten zwei Ferienwochen in Berlin, wenn ihr Zeit habt, dann kommt doch einfach vorbei. Und dann können wir uns mal wieder nochmal live treffen
und sehen, ein bisschen quatschen und gucken und dann werden wir ja sehen, was da los ist. Ne? Vielleicht findet er ein kleines Souvenir, was er vom Laden mitnehmen wollte. Oder vielleicht nimmt er auch was Größeres mit. Oder vielleicht kommt da auch einer und sagt, ja, pass auf, den Laden fand ich so toll. Ich nehme hier alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Der Nächste sagt, ich nehme alles, was mit Kunst zu tun hat, etc. Oder was weiß ich. Oder irgendwelche Kram, Deko-Zeug. Kommt einfach rum. Ich freue mich, euch zu sehen. 8. August ab 10 Uhr ist Eröffnung. Letzte Mal. Der letzte Verkauf. Also. Macht es gut, wir sehen uns am 8. Also macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.